das JFD-Treffen. Das JFD-Treffen ist der Ort, an dem die Leitung von Jesus Freaks Deutschland stattfindet. Dabei ist das JFD-Treffen aber mehr als das Leitungsteam von JFD, denn jeder einzelne Jesus Freak kann, wenn er sich anmeldet, mit dabei sein beim JFD-Treffen. Wenn er ein Anliegen hat und sich anmelden beim Ü-Team. Und es gibt außerhalb vom Leitungsteam auch noch einen Beraterkreis, der nicht Teil des Leitungskreises ist, aber trotzdem Impulse reingeben kann in die Bewegung, quasi zur Seite stehen kann, aber bei Entscheidungen nicht stimmberechtigt ist. Der Leitungskreis selber besteht aus allen Regio- und Bereichsleitern, dann aus dem Ü-Team, aus dem Vorstand und aus dem Büroteam. Diese drei bilden den Diakonkreis, also Ü-Team, Büroteam, Vorstand. Und dann gibt es noch Einzelpersonen, die überregional aktiv sind, beziehungsweise eine überregionale Sicht und Verantwortung für Deutschland empfinden. Die können auch in das Leitungsteam gewählt werden und sind dann mit stimmberechtigt. Und außerhalb von diesem Leitungskreis gibt es eben noch die Berater und Gäste, die mit einem bestimmten Anliegen oder auch einfach nur zum Zuschauen dabei sein können. Und bei jedem Leitungstreffen, also bei jedem JFD-Treffen, wird ein Schwerpunkt gelegt auf Gebet und Lobpreis und auf Gott hören, also so ein visionärer Teil. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass dafür Raum ist. Dann gibt es natürlich viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, organisatorischer Art oder Koordination, die da stattfindet, die jetzt relevant ist für Jesus Freaks Deutschland. Und dann gibt es noch ein Zeitfenster, in dem weitere Impulse von außen ins Leitungsteam gegeben werden können. Das ist der Whirlpool. Und da kann jeder, der den Eindruck hat, ich habe was von Gott bekommen und ich habe eine Vision, die Relevanz hat für Deutschland, die jetzt für die Bewegung wichtig ist, das einfließen lassen in einem bestimmten zeitlichen Rahmen.